Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen hier in Fallout 4. Die Jungs in der Werkstatt flippen garantiert aus. Sonst gibt's hier nichts. Dieser Schrottberg ist leergepickt, Daddy-O. Wir haben ja Duke mal zuvor gefunden. Baust du was? Zu schade, hab nicht hingesehen. Enttäuschend. Baut ihr da was? Mein Kumpel und ich bringen eine alte Powerrüstung wieder auf Trab. Wir haben richtig coole Metallanzüge. Du bist echt cool. Wirf mal einen Blick auf unser Zeug hier. Unsere Maschinen sind sehenswert, Jack. Jack. Was? Er hat uns irgendeinen Punkt gegeben. Weiß nur nicht welchen. Kannst du mal stehen bleiben? Entschuldigung? Es gibt nichts Tolleres, als in seinem Anzug rumzustolzieren, Kollege. Ja, aber wo genau du jetzt herkommst, weiß ich auch nicht. Ich könnte dir folgen wahrscheinlich. Aber nein, wir wollen erstmal uns mal hier umgucken. Folgen ihm jetzt nicht. Wir gucken uns jetzt erstmal hier um. Hier geht's nicht großartig weiter. Noch 5 Schuss. Von wem doch? Nee, er schafft das schon alleine. Bisschen hier umgucken. Hier wohl gewohnt hat. Wir wissen es nicht. Wir werden es wahrscheinlich auch niemals rausfinden. Ich glaube, links gibt es nicht mehr so viel zu holen. Wenn wir jetzt hier unten rechts rum weitergehen. Ja gut, da ist eine Blähfliege. Jetzt ist da keine Blähfliege mehr. Weil da ist so ein Schrottplatz, da waren wir schon. Jetzt mal zu diesem Teich da unten. Seeteich. Was haben wir denn da? Ein Skorpion. Ja, ich glaube, ich habe auch einen Skorpion gesehen. Warum greift der mich einen an?
Ja, ist gerade verpackt, jetzt schauen wir das. Aber wir haben Glück gehabt hier. Meine Güte. Das war schon wieder knapp. Gleich zwei Monologs. Monomirlux. Ah, du musst auch nachladen! Immer wieder aufregend. Mini-Mologs. Schon. Da schieße ich lieber so rauf. Morlock-Eier, gut zum Essen. So, was haben wir denn hier? Haben wir ein Haus. Cool. Na, Haken, Weste und Hose. Ausdauer. Oh, nicht. Eine Bombe. Hier ist eine Bombe. Und der war der Auslöser. Sehen, aber okay. Die bekomme ich so nicht auf. Das hier liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal. Wir schließen diese Tür mit einer im Abwasserrohr. Wenn du es nochmal vergisst, kannst du draußen bleiben. Okay. Muss es hier irgendwo ein Abwasserrohr geben? Hallo und willkommen am Walden Pond. Hallo und willkommen am Walden. Sie stehen nun vor der Hütte, die der transzendentalistische Autor und Philosoph Henry David Thoreau ab Sommer 1845 bewohnt hat. Aha. Ja. Dieses Experiment wurde durch Thoreaus Interesse an transzendentalistischer Philosophie beeinflusst, laut der wahre Selbstständigkeit die Menschen erfüllt. Wunderbar. Da ist ein Abwasser. Thank you.
mal durch dieses Abwasserrohr, würde ich sagen. Speichern wir bevor nochmal, wer weiß, was uns da drin erwartet. Versteckst dich vor mir! Du bist tot! Nur, dass es vorbei ist. Gute Sichtlinien, viel Deckung. Wer auch immer das angelegt hat, wusste, was er da macht. Na klar, eigentlich alles schlecht. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Nee, ich schätze auch nicht. Er hat keinen Kopf mehr. Läuft wie sehr leicht im Kugel. Nehmen wir nochmal mit. Bekommt man ja kaum noch Luft. Oh man, das stellt sich aber auch an. Ein Safe. Das Schloss krieg ich nicht auf. Geht aber nur mit Meister auf. Ja, mit 17 oder so, dann müssen wir mal wiederkommen. Das heißt, ich muss ihm jetzt was abgeben. Hey. Sag mir einfach wo. Warte da. Nein, ich will dir was geben. Waffe, Impro-Pistole, Kampfmesser. Bergbauhelm. Ich warte auf dich. Hey. Schieß los. Komm schon. Ist so gut wie erledigt. So. Jetzt sind wir wieder draußen. Das hat sich doch fast gelohnt. Bis Munition. Bisschen Kram. Glaubst du, in dem ganzen Müll ist irgendwo was Wertvolles zu finden? Hier nicht mehr, hier waren wir ja aber auch schon fest. Du musst dir mehr merken. Als nächstes gehen wir von hier aus. Das wusste ich gar nicht, dass man das kann.
Ist halt lustig. Nice. Nee, als nächstes gehen wir von hier aus. Mal wieder hier in diese Richtung. Oder wir gehen einfach noch dahin. Also hier sind wie gesagt die Gegner noch annehmbar einfach. Geht noch. Hier waren sie ja schwerer. Nehmen wir jetzt so rum, bis nach Diamond City uns vorkämpfen noch. Wir gehen von hier aus in diese Richtung. Ich mache nochmal hier meine kooperative Map an auf dem Handy, damit ich nicht mehr auf die Karte gucken muss. Pitboy wird hochgefahren, aber ich glaube hier lang. Irgendwie so. Und es ist heute überhaupt nicht nebelig. So gar nicht. Es ist nicht nebelig, nein, nein. Wir müssen hier in diese Richtung. Sollten wir eigentlich allmählich mal auf der Autobahn sein? Sie sind noch nicht. Ach, oder nicht? Die Autobahn sollte über uns sein, okay. Pistole. Das haben wir runtergefallen. Fahren wir da mal hoch. Ist aber auch unglaublich wie Nebel, da ich das gerade ist. Man kann nichts mehr sehen. Das ist echt verrückt. Was macht Preston da eigentlich? Manchmal nervt er mich. Sieh dir das mal an. Ja,
Ja, was soll ich mir hier ansehen? Das Ende, ja, ich weiß. Justin, komm jetzt. Hey! Was gibt's? Hier drüben. Okay. Da komme ich nicht hin. Hey! Es ist leicht neblig. Aber nur ganz leicht, ne? Also so nichts, als könnten wir was erkennen. Hier ist eine Kirche. Einsame Kapelle. Macht Mo. Aha, da war anscheinend ein Außenposten früher mal. Es ist schwer zu glauben, dass sie das alles gebraucht haben, um sich zu verteidigen. Ist das so? Hier ist ein staatliches Vorratslager. Da werden wir mal reingucken. Ja, natürlich. Oh, die Waffe ist leer. Nein! Okay, also hier ist es ein enger Kampf, deswegen gar nicht mal so einfach. Ich glaube, dass das hier so viel drin ist. Heißt der Knight!
So. Passwort zum staatlichen Vorratslager. Patronen. Ableitung Lederrüstung. Aber ich bin eh voll. Das heißt. So gut wie voll, ne? Ja, ich bin so gut wie was von voll. Wir werden erstmal nochmal hier rausgehen. Nochmal die ganzen Sachen wegbringen. Und werden dann hier nächstes Mal dann weitermachen. Aber die Gegner gehen ja auch noch. Wenn man sich nicht gerade von Granaten umbringen lässt, dann geht das schon. Das Gatling-Laser. Ja, kurze Zeit für eine Energieschadfuhr. Doch er braucht immer eine kurze Zeit, um anzulaufen, bevor er schießen kann. Es gibt einen Gatling-Laser-Kann. Gatling-Gewehr kennen wir ja, aber Gatling-Laser kennen wir noch nie. So, von hier aus gleich noch ein Sprung in unsere Heimat Sanctuary. Sieht so gut aus. Im Kampf verlässt sich das Polizeimodell des Prädoktoren auf starke Nahkampfangriffe und schmerzhafte Elektroschocks. Für jede von den gesammelten Ausgaben von Geschichten eines Dorffleischverkäufers. Ja. Kann man den Schrott einladen. Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. So kriegen sie einen immer. Ja, so ist das nun mal. So, Kleid. Viel Zug behalten wir. Brille. Ah, gestreifter Anzug, schwarze Hose und Weste. Das ist gut, das nehme ich gleich. Das ist nicht so. Jim. So, an der Stelle sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da, wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.